Herzlich willkommen, du Fan von Amerika. Wir starten heute den Krieg am Rio Grande. Alamo war unser. Aber zu welchem Preis? 13 Tage wütete die Schlacht. Man kann viel über die Gringos sagen, aber kämpfen können sie wie die Teufel. Kanonenkugeln schlugen rund um uns ein. Die Luft war bleihaltig. Zum Schluss wehrten sich die Gringos mit allem, was sie fanden. Tomahawks, Messer und sogar Knüppel. Es war ein Gemetzel. Mehr als 1000 unserer Soldaten fielen. Ich war verwundet und musste mich erholen. Zusammen mit Ramirez wurde ich auf einen ruhigen Posten versetzt. Da ließ es sich aushalten. Das waren ein paar schöne Jahre. Wir hatten reichlich Tequila, eine Fiesta nach der anderen und genügend Zeit zur Siesta. Ei, und da war Ramona, die Tochter Mama des Alcaldes. Ob ich sie wohl je wiedersehe? Dennoch, die Zeiten waren unruhig. Die Federalistikas stürzten Santa Anna und machten Herrera zum Präsidenten. Aber der verriet unser Land. Er erkannte die Unabhängigkeit von Texas an. Als er schließlich sogar Kalifornien und New Mexico an die Gringos verkaufen wollte, wurde es zu viel. Mariano Paredes y Arriaga putschte und ergriff die Macht. Die Ruhe war vorbei. Es gab wieder Krieg. Ramirez und ich schlossen uns freiwillig General Mariano Arista an. Am 25. April 1946 drangen wir bei Matamoros in das Gebiet zwischen dem Rio Grande und dem Nueces. Wenn wir auf Truppen stießen, griffen wir an und nahmen gefangen, wenn wir konnten. Schließlich attackierten wir Fort Texas und marschierten dann weiter Richtung Port Isabel und Palo Alto. Die Amerikaner unter General Taylor zu stellen. Okay, wir haben hier Fort Texas und Palo Alto. Und wir haben hier irgendwie diesen Fluss. Alles klar, was müssen wir tun? Boah, ich drehe mir mal ein bisschen den Bildschirm so. Perfekt. Ich speichere erstmal direkt. Viel zu viele LPs hier. Okay. Gut. Kavallerie-Kommandant, wir haben soeben eine US-Patrouille in der Nähe von Rio Grande entdeckt. Wir lauten die ihre Befehle. Ja. Setzen Sie mit den Booten auf die amerikanische Seite über und suchen Sie Patrouillen in der Nähe der Ranch. Nehmen Sie den Befehlshaber lebend gefangen, indem Sie dessen Begleiter getöten. Nehmen Sie so viele Truppen, wie Sie können. Die Zeit läuft. Okay. Ah, ist immer... Hatte ich nicht sogar in der letzten Folge gesagt, oder vor zwei, drei Folgen, dass ich Missionen immer am liebsten mag, wo du einen Zeitdruck hast und die haben wir jetzt 8 Minuten. Oben in der Ecke von mir rechts steht's ja. Sind da. Amen. Muy bien. Okay, ja, irgendwas müssen wir machen. Sie sind muy bien. So, dann gehen wir einfach mal hier ein bisschen entlang. Moment, sollten doch... Sie, Senor?
Ja, ich wollte gerade sagen, die Nonnen noch draußen, ne? Können wir eigentlich mittlerweile Nonnen hier herstellen? Ah ja, da. Perfekt. Hä? Ach, da sind sie. Hä, ich wollte gerade sagen, wo sind denn die Nonnen hin? Okay, wir speichern hier erstmal kurz auf LP2. Boah, wir haben nur sage und schreibe 8 Minuten oder nicht mehr, ne? Wir haben ja nur noch ein paar Minütchen Zeit. Ja. Ich meine, da sollten wir jetzt wenig auf Nahrung gehen. Da sollten wir viel mehr auf darauf achten, dass wir da hochlaufen. Schnell wie es geht, ne? Wir rennen uns jetzt einfach um, weißt du. Perfekt. Ah, scheiße. Okay. Ja. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Nochmal auf LP2 gehen. Laden nochmal. Und dann gehen wir einfach da hoch. Das ist ja eigentlich ziemlich easy. Geht da einmal hoch, lauf im Kreis. Ich glaube, das Schwerste ist, den Kommandanten nicht zu killen, ne? Ich glaube, das ist wirklich so das Schwerste, was wir da vor uns haben. Nicht den Kommandanten killen. So, dann speichere ich hier lieber nochmal auf Sichi. Nein, warum Spiel, warum hast du es getan? Warum bist du abgebrochen? Können wir hier laden? Ne, okay. Hat einen Fehler übergespeichert, ne? Das ist immer scheiße, ne? Okay. Ja, ist halt so, ne? Machen wir es halt nicht. Ja, probieren wir es halt nochmal so. Ja, ich will es nochmal probieren zu überspeichern. Geht es jetzt klar? Jetzt, okay. Okay, wir haben jetzt schon mal, dann gehen wir auf vielleicht. Wir haben jetzt schon mal zwei Stück. Drei Stück. Sieh, Kommandant.
Yes. Hallo. Wir geben ihnen wichtige Informationen. Okay. Ah, können wir den jetzt töten? Aus seinem Boden und vernichten sie die beiden Waffenfabriken, damit sie Nachschub von feindlichen. Okay. Aber jetzt können wir ihn ja töten, oder? Ja, okay. Das ist jetzt uns egal, ne? Ich muss das jetzt nochmal kurz lesen. Entschuldigung dafür, aber ich muss da wirklich erstmal lesen, klarkommen. Oder Moment, wir laufen mal hier hin. Ja, jetzt fangen wir mal an. So, zack. Hier erstmal, zack. Jetzt geht's richtig los hier. Jetzt geht's rund hier, Kinders. Jetzt. Jetzt ballert man hier alles weg. Erstmal ein bisschen scouten. Oh ja, Moment, du kannst mal hier eine Goldmine bauen. Goldlager hier hin. So, kurz mal schauen, was hier so geht. Bezüglich der Map. Wie gesagt, immer scouten, Mann. Du musst in so Spielen immer scouten. So. Dann, was ich hier noch sagen möchte, ist, danke für eure Kommentare auch zum Spiel. Genau, wir können hier immer, was wir ja schon wussten jetzt dann, die letzten paar Male, wir können ja hier immer ein paar Kühe, die bringen uns Geld und Nahrung. Das ist auch immer ziemlich wichtig zu erwähnen, finde ich. Okay, wir haben hier aber eh nicht so viel, ne? Ich glaube... Fuck, Alter, wo kommen die her? Wo kommen die her? Okay, die kam wahrscheinlich mit einem Schiff, ne? Vom Fort, ne? Das heißt für uns auf jeden Fall mal. Ich dachte eigentlich, dass es langt, aber anscheinend doch nicht. Mir gefällt es hier eh nicht. Irgendwo hacken die Holz. Das heißt, ich will die so gut wie es geht schwächen. Ah, Jungens, ey. Meine Fresse, ey. So, ihr könnt einmal hier mitkommen. So, definitiv brauchen wir mehr Soldaten. Scheiße, ne? Scheißen Dreck. Dafür müssen wir ein bisschen scouten, ne? Muss wissen, wo die herkommen. Die kommen auch von irgendwo von hier, ne? Irgendwo von hier kommen die.
kommen. Fuck, 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 zurück, zurück, zurück. Okay, okay, okay. Ja, wir kriegen gerade nicht so viel. Ja, wir müssen es anders da angehen. Mist. Müssen auf jeden Fall. Müssen auf jeden Fall irgendwie schauen, dass wir so schnell wie es geht das Essen wieder klar kriegen. Die haben uns jetzt ziemlich zerberstet, Jungs. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie da wieder auf eine gerade Linie kommen. Perfekt. So, dann holen wir uns jetzt einen von den Landarbeitern. Die bauen da mal, dass da nichts mehr brennt. Das nervt mich auch mal, dieses Brandgeräusch, ne? Das nervt mich auch mal hart. So. Ihr könnt von mir aus weiter Holz hacken. Perfekt. Machen wir hier auf jeden Fall mal einen Turm noch, oder? Ne, wisst ihr was? Wir towern hier. Wir stellen hier zum... Ja, das machen wir auf jeden Fall. King des Towerns bin ich ja, ne? Deswegen passt es. Ein Turm. Ich will hier auf jeden Fall einen Turm haben. Der ist unsere Felder ein bisschen beschützt, ne? Da stellen wir dann ein paar von diesen Johnnies hier rein. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal hier so eine Pferdekoppel mal hier. Oh, scheiße. Pferdsche. Haben wir hier keinen Schlachter? Ne, muss ich erst bauen. Fleischerei hier. Amen. So, heilen Johnny mal. So, du brauchst einen Fleischer hier. Und auf jeden Fall noch ganz schnell. Das Pferd ist fertig. Dann können wir nämlich jetzt hier mal. Und dann brauchen wir noch eine Waffenfabrik. Stimmt. Erstmal hier, wo wir. Und dann bauen die hier noch einen Turm hin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, du gehst hier hin. Sägewerk, Finger. Nee, 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 nee. Wir brauchen hier noch Waffenfabrik. Ah, das funktioniert natürlich nur, wenn wir hier unseren Reiter holen. Der mal hier ein bisschen klar Schiff macht.
Hey, in dem den anderen mal. So, perfekt. Dann gehst du mal hier hin. Ganz ehrlich, ist mir auch gerade mal egal. Und wenn wir erstmal hier 3 Gauchos draufpacken, ist mir egal. Erstmal irgendwie machen wir das erstmal. Genau, dann packen wir den einen da rein, dann passt es doch. So, du holst mal die Waffenfabrik, ne? Waffenfabrik können wir noch nicht bauen. Ja. Okay. Können wir erstmal noch 3 Frauen machen. Dass wir die Felder weiter bewirtschaftet kriegen, ne? Ich will, wie gesagt, dass meine Felder alle bewacht werden. Das heißt, wir stellen hier noch einen hin. Noch einen. Einfach nur, dass unsere Felder ein bisschen geschützt werden. Da will ich meine Ruhe haben. Ja, das kriegen wir schon hin. Hier haben wir jetzt auch Ruhe. So, ihr geht mal hier hin. Die vordere geht hier hinten an das Feld dran, ne? Und die hintere geht an das. So, du baust jetzt mal die Waffenfabrik. Dass wir dementsprechend auch stärkere Leute machen können, beziehungsweise dass wir unsere Leute verstärken können. Alters. Es ist halt grad. Ja. Egal, egal, egal. Die bauen den Turm gleich mal weiter. So, der kümmert sich jetzt erstmal um das Ausbauen dieses, ja, dieses Gedöns hier. Wie gesagt, die Felder müssen erstmal gut bewacht werden. Dann haben wir eigentlich rein theoretisch schon wieder, wie gesagt, diesen ersten, die erste Folge schon wieder rum, ne? Ich muss kurz gucken, weil hier kam eine Meldung, gut 24. So. Machen wir noch ein Gaucho wenigstens schon mal. Dann gehen wir mal hier runter. Wir könnten eigentlich direkt den zweiten Gaucho noch drauf packen. So, und dann hätten wir, wie gesagt, die mit jeweils 3 Stück besetzt. Hier kommt ja gerade keiner mehr, was ja unser Glück ist momentan. Sehr gut, wir können dann eigentlich demnächst anfangen. Ich würde auch sagen, ganz ehrlich, wir hauen hier auch noch so... Eine Finca war das nicht, ne? Was war denn das? Doch, eine Finca, ne? Ganz ehrlich, Finca, zack. Machen wir mal hier noch 5 Stück. Dann bauen wir da oben, da unten weiter, ne? So, kein Stress, kein Stress. Wir brauchen halt jetzt Essen, 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 ne? Das
Das ist wirklich so, was wir benötigen, ist Essen, 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 Essen. Das ist erstmal scheißegal mit Soldaten, wir brauchen Essen. Das ist wirklich so für uns das Wichtigste, das Essen. So, machen wir noch eine. Keine, ja, dicke. So. Dann bauen wir auch hier drin ein bisschen Essen an. Kann ja nicht schaden. Okay. Ja, wir scouten mal mit den Jungs hier ein bisschen. Jetzt ein bisschen doof, wie gesagt, dass wir jetzt so weit laufen müssen, aber gut, wir brauchen auf jeden Fall noch Gold. Definitiv. Und Waffen benötigen wir. Gut, wir können auch hier ein paar Sachen dann verkaufen. Das Holz können wir eigentlich verkaufen mal ein bisschen. So, noch eine und dann hätten wir es, glaube ich. Ja, dann haben wir ja da auch genügend Felder. Perfekt. So, dann hätte ich gesagt, können wir eigentlich mal anfangen mit den. Nee. Gewehren und Schutzkleidung. Fangen wir mit denen an. Caballero? Caballero, ne? Muss das Pferd da rum chillen, ne? Ja, sehr schön, gut. Ja, dann machen wir das so. Habt ihr Berge noch gefunden? Das ist doch, guckt. Man kennt ja irgendwann seine Map, ne? So, dann hätte ich gesagt, machen wir noch zwei Pferde. Gut, erstmal eins. Vielleicht kriegen wir noch direkt ein zweites zusammen. Na komm. Noch ein Schweidisch. Schweidisch, bitte. Schweidisch. Yes. Ja, wie gesagt, ist auch ziemlich easy peasy jetzt hier alles. Jetzt nicht so ein Stress. Hier sind noch 600. Okay, zwei Stück brauchen wir noch. Dann machen wir uns mit den zwei Pferden. Machen wir uns dann gemütlich. Machen wir uns dann ganz gemütlich zwei Kutschen. Jetzt können wir schon eine machen. Oder so Trapper oder wie die heißen, ne? Oder Transportwagen. Damit transportieren wir dann das ganze gute Gold hier einmal dahinter wieder. Und dann haben wir nämlich mehr als genug. Ja, ich gehe erstmal auf Gewehre und Schutzkleidung, ne? Na komm. Ja, wie gesagt, man braucht immer so. Na. Okay, die sind halt gleich down, ne? Ist halt auch die Sache, ne? Wie gut sind die noch, ne? Weil die greifen uns halt nicht mehr so hart an, ne? Genauso wie die anderen. Oft ist dann, wenn du dich deffen kannst und dann einfach, ja, so dastehst, dann passt es. Das würde ich halt auch als nächstes dann so upgraden. So, wir können uns halt jetzt, wie gesagt, mit Schutzausrüstung und allem, dann können wir uns hier eine Waffenlieferung mal machen. Ich warte erstmal mit den Gewehren. So, zack. Ja komm, wir machen auch, dass wir mehr Holz kriegen, weil das Holz wird gerade ein bisschen knapp, ne? Und dicke Bretter machen wir da einfach. Ja, richtig dicke Bretter, ne? Wo fährt der? Wo fährt der schon wieder lang? Schön am Feind vorbei. So. Ist aber mal so, ne? Schön am Feind vorbei, ne? Ich gönn mir einfach mal einen Fahr am Feind vorbei, ne? Was soll das, ne? Hm.
Okay, zack, der nächste. Wenn wir hier alles, wie viel ist hier noch? Ja, 280, also 3 Fuhren muss er noch machen. Gewehrstufe 2. Kriegen wir auch Gewehrstufe 3 oder nur das? Weil dann können wir auch direkt hier die Pistolen upgraden. Obwohl, dann würde ich erst auf Gewehre gehen, ne? Nö, dann können wir hier auf Gewehre und dann auf Pistolen. Dann kriegen wir nämlich schon mal die ersten 10 Gewehre. Ihr müsst eigentlich gar nichts mehr machen, außer noch ein paar Wohngebäude bauen, ne? Ihr könnt noch ein paar Wohngebäude einfach bauen, weil ihr es könnt. Wenn ihr damit fertig seid, eigentlich brauchen wir die anderen nicht mehr, ne? Obwohl, ich würde hier vielleicht noch so vorsichtshalber... Ich werde hier die Seite mal freiballern, wird dann aber hier trotzdem auf dieser Seite noch hier 2 Türme setzen. Einfach nur, weil wir es können. Würde ich dann, wenn wir die Seite hier geklärt haben, würde ich dann hier, und hier baue ich aber noch einen Turm schnell. Aber erst baue ich die Wohngebäude hier hin. Gut, wir bezahlen ja gerade richtig viel wegen dem ganzen Upgrade-Kram, ne? Aber die müssten jetzt dann demnächst mehr Holz sammeln. Gut, machen sie ja eh gerade schon. Und dann können die beiden eigentlich weg. Könnten wir eigentlich wirklich so machen. Dann können die beiden weg. So, dann das letzte Wohnhaus noch. Dann können die Holz hacken gehen. Weil dann haben wir ja nichts mehr, ne? So, zum Upgraden kommen wir mal noch das. Einfach, dass wir besser schauen können. Bringt uns ja auch was, wenn wir hier ein bisschen weiter gucken können. Genau, jetzt können wir gehen auf die Gewehre und dann können wir nämlich mehr Gewehre machen, ne? Auch interessant, ne? Eigentlich können wir ja dann immer hier Gewehre kaufen für 300 und hier verkaufen, ne? 2 Stück für 100. Das heißt, wir kaufen hier 10 Stück, ne? Oder bezahlen oder müssen halt... Eigentlich haben wir dann unendlich Geld, ne? Merke ich gerade. Immer hier Gewehre holen. Das bringt mich eigentlich auf eine glorreiche Idee. Wir holen hier immer Gewehre. Mit der einen produzieren wir dann immer Gewehre und Gewehre und Gewehre und dann haben wir eigentlich unendlich Geld, ne? Das ist echt gar nicht mehr so dumm. Herr Shipman auch mal was dazu gelernt. Hohoho. So, dann machen wir auf jeden Fall definitiv noch. Zwei. Davon. Du kannst mal hier hinter das noch holen. Hier haben wir nichts mehr. Dann entfernen wir dieses Gebäude. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, jetzt bin ich mal gespannt mit der Sicht. Kriegen wir noch eine Sicht 2? Okay, wir kriegen Sicht 2. Dann nehmen wir das direkt auch noch mit. So, Caballero. Genau, ihr kümmert euch auch nochmal darum. Eigentlich total easy peasy, ne? Du musst einmal 300 ausgeben und dann kannst du immer wieder verkaufen. Geht ja voll klar, ne? Hier, zack. Dann kannst du hier immer verkaufen. Machen wir 2 Stück. Dann kannst du echt immer sagen, ich verkaufe. Das ist ja richtig krass. Vor allem fällt mir jetzt erst so ein, ne? Kriegst 10 Stück hier, verkaufst. Ah, seht ihr, halt, stopp. Hier, ihr zwei, ihr müsst noch kommen, ihr müsst hier noch bauen. Ah, scheiße.
Ist halt die Sache, ne? Wir müssen ganz schnell irgendwie Holz zusammenkriegen. Wir produzieren nämlich viel, viel, viel zu viel. Okay, scheiß drauf. Wir wurden jetzt die ganze Zeit nicht angegriffen von den Amerikanern. Ist uns jetzt egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die, wir kümmern uns jetzt scheiße nochmal einfach um die Vernichtung dieser anderen gegnerischen Mexikaner. Ja, ist mir gerade egal. Weil wir haben immer das Problem, dass ein Feld abgeerntet ist und ja. Ja, scheiße, ne? Aber wir kriegen Geld, ne? Oder die können wir eigentlich hier oben hinräumen. Wir brauchen halt nur Waffen, ne? Das krasse ist, wir haben einfach schon wieder die ganzen Waffen verkauft und haben damit eigentlich unser Geld gemacht, ne? Jetzt machen wir da und dann können wir direkt wieder verkaufen, ne? Dann läuft das. Ah, okay, aber wir verlieren auch. Okay, weil wir haben immer einen wechselnden Kurs. Aha, ich verstehe, ich verstehe. Moment, da kommen wir hier, zack. Und dann können wir 2-2 so gehen. Ich verstehe, aber wir haben hier einen wechselnden Kurs. Ja, sonst könntest du ja wirklich unendlich viel Geld regenerieren, ne? Das macht ja auch schon Sinn. So, dann würde ich auch sagen, wir verkaufen ein bisschen davon, oder? So, zack, wir haben keine Waffen mehr, war ja klar. Aber es kommen hier neue Waffen rein. Und darauf kommt's an, ne? So, dann haben wir ja schon ewig nicht mehr gespeichert, weil wir hier jetzt ja den Grundaufbau gemacht haben. Ich würde sagen, ich speichere hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, macht's gut.